Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland, schön wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Heute bin ich mal wieder auf meinem Hunter und da habe ich ein paar Kisten gesammelt, geborgene Truhe mit Vorräten und das ist einmal hier diese Partisan-Kisten. Insgesamt brauche ich jetzt noch zwei Items mit dem Hunter und zwar einmal eine Hose und einmal eine Brust und ja, 20 Kisten haben wir hier schon mal aufgelistet. Die wollen wir einmal öffnen und mal gucken, ob ich das ein oder andere Item rauskriege. Schauen wir mal, das erste ist eine Waffe. Dann haben wir den Umhang, den brauchen wir leider auch nicht. Dann haben wir nochmal eine Waffe, okay. Schuhe, okay, das ist auch nix. Trinket, klicken wir sie mal weg. Dann haben wir noch eine Waffe. Noch eine Waffe. Noch ein Trinket, also jetzt. Komm, gib mir was Gescheites. Eine Hose, ah, man muss nur motzen, ich sag's euch. Okay, jetzt ist es nur noch die Brust, ne? Noch eine Waffe. Einen Gürtel. Da haben wir die Brust, na wunderbar. Easy. Heißt, wir sind jetzt mit dem Hunter auch fertig. Ich brauche jetzt noch den Schurken, Todesritter, Schamanen. Da brauche ich noch fast alle Items tatsächlich. Und ja, dann hätten wir noch ein paar vom Demon Hunter. Da hatten wir das letzte Mal ein bisschen Pech. Ich glaube, 4 Items beim Demon Hunter sind es noch. Wir können jetzt just for fun die anderen Kisten hier auch noch aufmachen. Ich eher sehe, ich habe ein bisschen overgefarmt hier. Und zwar sind das insgesamt 35 Kisten gewesen, die ich jetzt hier nebenbei gekriegt habe. Aber ich muss halt immer jedes Questgebiet einmal fertig machen, um dementsprechend dann nicht mitten im Queststrang abzubrechen. Da kann ich nämlich schlecht den Char switchen. Aber gut, wieder eine Klasse fertig. Das freut mich auf jeden Fall. Und sobald ich dann wieder ein paar Kisten habe, würde ich sagen, melde ich mich wieder. Dann vielleicht auch schon mit den 3 fehlenden Klassen, beziehungsweise 4 mit dem Demon Hunter zusammen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.